Hallo Leute, ich mache mir heute einen roten Heringssalat und zwar mit Matthias-Filets. Die habe ich mir eben gekauft und zwar, die sind jetzt in Öl eingelegt. Matthias sind junge Heringe, die noch nicht geschlechtsreif sind und die werden dann in Salzlake eingelegt und meistens dann zum Verschicken in Öl. Jetzt muss ich die allerdings probieren, denn wenn die zu salzig sind, muss ich die vor der Verarbeitung noch etwas in Wasser legen, damit die ein bisschen was von ihrem Salzgeschmack verlieren. Also werde ich jetzt erstmal eins probieren. So ein kleines Stück reicht. Also der Matjes ist salzig, aber nicht so salzig, dass ich den jetzt einlegen muss, denn ich werde nachher bei meiner Soße für die Matjes kein Salz verwenden und dadurch gleicht sich das dann eben aus. Das Öl muss ich jetzt allerdings doch abwaschen, denn das würde dann in meiner Soße stören. Dann werde ich den noch mit einem Küchenkrepp ein bisschen abtupfen. So. Dann stelle ich den noch gerade beiseite. Und dann geht es auch schon direkt an meine Soße. Dafür brauche ich Zwiebeln. Die schneide ich mir in feine Würfel. Dazu kam dann noch ein halber Apfel. Ja. Den schneide ich mir auch in Würfel, allerdings etwas größer als die Zwiebeln. Und dazu kommt jetzt noch die rote Beete und die ist auch für die Farbe verantwortlich. Die schneide ich mir in genauso große Würfel wie den Apfel. Dann stelle ich die ganzen Zutaten noch gerade beiseite. Und für meine Soße habe ich hier Joghurt. Die genaue Rezeptur schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung. Da müsst ihr jetzt nicht mitschreiben. So. Und Schmand. Dazu kommt dann noch der Saft von einer halben Zitrone. Dann habe ich hier noch einen Teelöffel Dill. Ich habe leider keinen frischen bekommen, deswegen nehme ich den tiefgekühlten. So. Dann noch etwas Pfeffer. Wie gesagt, auf das Salz verzichte ich, weil der Hering ja schon gesalzen ist. Und dann kommt noch etwas. Wustersoße heißt es. Ich nenne es immer Worcestersoße, aber egal, Hauptsache ihr macht was davon rein. So, ungefähr einen Teelöffel. Ja, und dann das Ganze einmal umrühren. Und in die Soße kommen jetzt meine Zwiebeln, Apfel und die rote Beete. Dann noch einmal schön durchrühren. Und jetzt sieht man schon, die nimmt jetzt so eine richtig schöne rosa Farbe an. Und genau so soll es sein. Und da fehlt jetzt nur noch mein Hering. Ja. Und den schneide ich mir auch in Würfel. So, den Hering gebe ich jetzt auch noch mit in meine Soße rein. Dann noch einmal locker durchmischen. Und damit ist mein roter Heringssalat schon fast fertig. Denn am besten ist es, wenn der jetzt über Nacht im Kühlschrank schön langsam durchzieht. Zum einen kriegt er dann eine intensivere Farbe, aber hauptsächlich geht es darum, dass der Hering eben sein Salzgehalt abgibt und dadurch die Soße eben optimal würzt. Bei mir wird die Hälfte davon jetzt allerdings gleich gegessen, denn ich habe jetzt echt Lust auf diesen Salat. Falls ihr auch Lust habt auf diesen Salat,
Wie gesagt, das Rezept steht unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr das da zu Hause in Ruhe nachmachen. So, wir sind am Ende des Videos und ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Kochen!